Jo, Metal-Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing, und zwar von Transocean 2 Rivals, die sogenannte Electronic Presser Kopie oder Edition, irgendwie so. Auf jeden Fall eine, tja, wie soll man sagen, Edition, die nur scheinbar Presse-Leute bekommen, oder halt je nachdem, die irgendwas mit der Medienlandschaft zu tun haben. Und da habe ich mir gedacht, Transocean 2, warum nicht, ne? Boxen wir das Ganze mal an. Das Ganze kam heute mit der Post, ist diese wunderschöne Röhre, war ein riesen Paket mit drin. Gut, es ist halt immer schwierig, sowas mit der Post zu transportieren. Und hier wunderschön Transocean 2 Rivals. Nicht wundern, warum das im Hintergrund so mit Wasser schleppert. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine besondere Atmosphäre und ich schmeiß mal die Waschmaschine nebenbei noch an. Deswegen, vielleicht kommt da so ungefähr dieses Meeresrauschen hin, was es da so gibt. Jo, und da würde ich sagen, unboxen wir das Ganze einfach mal. Ich hoffe, das passt so von der ganzen Einstellung her. Hier ist meine Kuh. Hey, Mu. So, also, sieht man das hier? Ja, sieht man es ungefähr. Wir machen das Ganze auf. Und erstmal kommt ein etwas Chemiegeruch entgegen. Und das ist ja schon mal der Inhalt. Ja, sieht man das hier so ungefähr? Ja, das ist der Inhalt. Und da würde ich mal sagen, nimm mir einfach mal irgendwas raus. Und als allererstes wäre das hier ein Zettel. Und mit sehr elegantem Papier und Aufkleber. Achso, das klöbert das Wort zusammen. Wo man merkt, auf die Richtung Wach zusammen. Sieht man das hier so ungefähr oder blendet das? Das kann durch die Softbox natürlich ein bisschen blenden. Und zwar, sehr geehrter ehemaliger Rieder-Tycoon. Ja, das ist im Endeffekt von Patricia Holstein. Ein Anschreiben, beziehungsweise ein Schreiben über dieses Spiel mit ein paar netten Texten. Die aber auch spielintern damit was zu tun haben. Im Endeffekt eine kleine Einladung ins Spiel hineinzugehen. Dessen werden wir natürlich auch jetzt bald nachkommen. So, klippen wir das Ganze mal zu und stellen das Ganze mal hier mehr oder weniger so hin. So, gehen wir mal weiter. Dann haben wir noch eine Rolle. Ja, sehr schön. Das muss man ein bisschen aufpassen. Noch eine Rolle mit einer wunderschönen Dame und im Endeffekt etwas zugeschnürten. So, das lege ich mal weg, weil da hinten sind nämlich die Steam Keys drauf. Ja, das ist, das sollt ihr ja dann dementsprechend nicht sehen. Und hier haben wir eine Karte, so auf Deutsch übersetzt. Sieht man das hier so? Ja, zwar nicht im vollen Umfang. Und zwar was beschreibt die? Upgrade-System, Minigame, die Schiffarten, so auf Deutsch übersetzt, vorstellt. Ja, hier haben wir beispielsweise ein Blubschiff, dann haben wir hier ein Tankschiff und dann haben wir hier ein Containerschiff. Also es gibt diesmal mehrere Arten, Tankschiffe, Blubschiffe und Containerschiffe. 3 Spielmodi, Kampagnengeschichte, 6 Kapitel mit 6 vertonten Charakteren, Wettbewerbsmodus und Multiplayer, 7 KI-Gegner, Spieler und 12 Spielbedingungen und dann dementsprechend das Endlosspiel. Und von den ganzen Fahrzeugen gibt es jetzt hier noch. Und dann gibt es noch ein Upgrade-System und ein allgemeines Minigame. Was haben wir dann hier hinten noch? Ach, da haben wir sogar noch die Karte. Es gibt 60 Häfen, sieht man das so? Ja, doch. 60 Häfen, 14 Regionen, 5 Betriebe und 3 ganze Klimazonen. Ja, und dann halt noch so eine, im Endeffekt die Karte, wo Transocean 2 Rivals spielt. Im Endeffekt Nordamerika, oder Nordamerika Ost, Nordamerika West, Nordamerika Süd, Südamerika West, Südamerika Ost, Afrika West, Afrika Ost, Asien West, Asien Süd, Asien Nord, Australien, Nordasien, Europa Nord, Europa Mitte, Europa Süd. Ja, ganz interessant aufgeteilt, muss man sagen. Wo noch alles so ein bisschen eingezeichnet ist, was es in den jeweiligen Häfen noch für Waren gibt. Ja, ganz nice gemacht, muss man lassen, ganz nice gemacht. Das wollen wir mal kurz hier wieder zusammen mit den Dings hier. So. Ein bisschen enger zusammen machen müssen. Oder wir legen es halt einfach, keine Ahnung, hier so hin. Wir legen es einfach hier so hin. Passt. So, was haben wir dann noch? Okay. Da haben wir leider Gottes durch die Rundung etwas
etwas eingeknickt. Sehr schöner Flottenkommandobrief hier weg. Ein paar Postkarten, sehr hochwertig muss man lassen. Ist zwar jetzt wie gesagt ein bisschen hier verrundet durch das Ding, aber das sind meines Erachtens aber einfach Bilder, Fotos von Transocean 2 Arrivals. Hochglanz, ja, das ist Hochglanz Fotopapier. Ein paar schöne Fotos, die kann man hier so wunderbar sehen. Das ist immer so blöd mit der Kameraeinstellung hier. Insgesamt 3 Stück, so auf Deutsch übersetzt. Wirklich sehr hohe Qualität, das muss man lassen. Sehr, sehr nice. Ja, warum nicht? Und da ist die Box oder die Röhre im Endeffekt auch schon zu Ende. So viel zum Thema Transocean 2 Arrivals. Ja, das Let's Play wird ab morgen. Ja, ab morgen wird das Let's Play starten auf meinem bzw. Tinos Kanal, denn Transocean 2 Arrivals werde ich mit Tino zusammen machen und das wird wie folgt ablaufen, das werden wir im Let's Play dann auch nochmal sagen. Wir werden natürlich den Multiplayer-Modus spielen, ja, das ist ja im Endeffekt das Ding, was es halt bei Transocean im Allgemeinen so nicht gab. Und da werden wir Multiplayer gegeneinander spielen und dann werden wir halt mal sehen, wer hier die besseren Karten hat. Und ja, das wird immer so sein, dass es einmal im Endeffekt einmal auf Tinos Kanal und einmal auf meinen Kanal kommt. Aber wie gesagt, dazu dann später mehr im Let's Play. Transocean 2 kommt im Übrigen am 11. Genau, am 11. Mai 2016 heraus. Könnt ihr euch auf Amazon oder auf Gamesplanet vorbestellen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Werdet ihr mich dementsprechend noch unterstützen. Amazon halt für eine dementsprechende physikalische Dings oder halt Gamesplanet für eine digitale Content. So, das Schiff legt los, wie ihr hört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal wieder. Hier ist meine Hand und meine TNT gebräunte Haut. Und ja, bis dann. Peace.